Jetzt geht's um das, was ihr eigentlich immer, weshalb ihr heute wahrscheinlich da seid, einfaches Testen von Webseiten verleihen. Nachher wird gleich Pirmin Gesbacher, mein Mitarbeiter vom Kompetenzzentrum an der Hochschule der Medien, in diesem Prozess Easy Web Check vorstellen. Die Idee ist einfach, dass man eine Möglichkeit hat, auch als Laie, Laien, auf den ersten Blick mal eine Prüfung zu machen von einer Webseite auf Barrierefreiheit. Also es ist ja nicht gut, wenn man bis zum Ende wartet bei so einem Projekt und dann am Ende lässt man irgendwie eine Webseite prüfen, wenn schon alles komplett ist und dann kriegt man das Ergebnis, da gibt es noch so viele Fehler drin, eigentlich müsste man wieder von vorne anfangen. Und die Idee ist, dass man eben auch als Laienperson schon vorab Fehler findet, die kommunizieren kann, die schlimmsten Fehler schon mal findet, wenn auch nicht alle, aber doch die, die am häufigsten vorkommen und wahrscheinlich auch am wichtigsten sind. Und auch beim Einkauf zum Beispiel. Wenn man selber nicht Webseiten programmiert oder designt, kann man trotzdem diese Tools einsetzen, die uns Pirmin gleich vorstellen wird, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, was für Probleme gibt es denn eigentlich. Und Pirmin wird auch dazu sagen, inwieweit dann tatsächlich auch alle Anforderungen abgedeckt sind. Also BitV-Test ist ja unser Maßstab. Wir können nicht alles abdecken, aber wir können wichtige Anforderungen damit abdecken, ohne dass man ein Experte oder eine Expertin sein muss. Und bevor wir an Pirmin weitergehen, kommt jetzt noch Alexander. Alexander Pfingstl ist von der Bundesüberwachungsstelle und sagt da auch noch ein bisschen was dazu. Bitte, Alexander, willst du rüberkommen, oder? Ja, setz dich einfach hierher auf meinen Stuhl. Ja, dann kann man dich sehen. Ja, genau. Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen an alle. Schön, dass so viele Interessierte da sind, die sich für das Thema interessieren. Das Thema Barrierefreiheitstest, auch gerade für Laien, das ist tatsächlich ein großes, wichtiges Thema für die, die uns nicht kennen. Wir sind eben, wie Herr Gottfried sagte, die Bundesüberwachungsstelle. Wir dürfen und müssen seit 2020 öffentliche Seiten des Bundes überprüfen. Die gleichen Stellen gibt es auch in jedem Bundesland. Und wir und auch unsere Länderkollegen bieten auch immer Prüfungsberatung für nachher für die Ergebnisse an. Und tatsächlich ist immer ein großer Punkt, wie kann ich denn selber was prüfen? Denn was Gottfried gerade sagte, ist ja richtig, viele beauftragen irgendwas oder geben sich große Mühe und stellen hinterher fest, so, oh, das ist irgendwie schwierig und wundern sich dann so ein bisschen, wie das passieren konnte. Letztendlich haben wir uns immer überlegt, manchmal glaube ich, so zwei Arten von Fehlern sich überlegen kann, so inhaltliche Fehler und technische Fehler. Und gerade die inhaltlichen Fehler, die lassen sich sicherlich gut auch mit dem Easy Web Check testen, aber auch selber einfach sehr gut, weil es sind oftmals so Geschichten wie, ne, verwende ich richtige Überschriften, habe ich meine Bilder beschriftet, so eine Geschichten. Also tatsächlich sehr einfache Sachen, wo ich als Autor oder Autorin dann gut feststellen kann, ob ich es richtig gemacht habe, um einfach anzufangen. Denn das ist wirklich wichtig, denn so eine Webseiten sind dynamisch, auch wenn man die testen lässt, egal durch eine Firma oder ob wir sie testen. Das ist ja auch immer nur so eine Momentaufnahme von einem bestimmten Tag, einer bestimmten Uhrzeit. Und unsere ganzen Webseiten sind heute so dynamisch, da kommt jeden Tag Content dazu, jeden Tag verschwindet Content. Das heißt, ich muss ja auch dauerhaft gewährleisten, dass ich das irgendwie nicht schlechter mache, als es vielleicht vorher schon war und ich immer besser werde mit der Zeit. Von daher ist es gut, wenn man selber auch lernt, mit welchen einfachen Möglichkeiten man arbeiten kann, um einfach ein Gefühl für die Barrierefreiheit zu bekommen und um sich dann einfach regelmäßig von Experten noch ein zweites Feedback abzuholen, ob man sich auch auf den Ebenen, die man jetzt nicht einfach testen kann, in die richtige Richtung bewegt, sodass wir über die Jahre hinweg dann eine Verbesserung sehen. Und zumindest im Bereich der öffentlichen Stellen ist das ja auch gefordert, denn wir haben jetzt dieses Jahr den zweiten EU-Bericht, den wir machen müssen im Rahmen dieser ganzen Initiative. Und dort müssen wir auch über den Fortschritt der Barrierefreiheit berichten. Und natürlich es trägt dann gerade so etwas, das selber Testen auch dazu bei, dass man selber auch einen Fortschritt erreichen kann und nicht immer warten muss, bis irgendjemand Zeit hat, die eigene Webseite zu testen. Vielleicht soweit erstmal vorab von mir und ja, bis später. Danke, Alexander. Übrigens, der Easy Web Check ist also einfach nur ein Test, der kostenlos ist. Und wir bieten auch Schulungen dazu an, die muss man dann bezahlen, aber diese Checkliste und den Test kann man kostenlos verwenden. Und jetzt gebe ich weiter an Pirmin. Du kannst jetzt deinen Bildschirm teilen und uns den Easy Web Check vorstellen.
So, genau, fangen wir schon vorne an. Das Bild, ja, müsste passen. Genau, also erstmal Hallo von mir. In dem Abschnitt geht es jetzt, wie Gottfried ja auch schon gemeint hat, darum, wie kann man einfach Webseiten testen, auch als Laien. Da haben wir uns ein Konzept überlegt, denn das ist der Easy Web Check und den will ich heute zumindest mal zu Teilen vorstellen. Genau, erstmal zu mir. Mein Name ist Kirmin Gersbacher. Ich bin Anfang 30, habe braune Haare, einen Bart, eine eckige Brille. Meine normale Brille ist gestern kaputt gegangen. Genau, habe meinen Master gemacht an der HDM in Stuttgart in Medieninformatik. Bin jetzt seit ein bisschen über 2 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kompetenzzentrum in Stuttgart und bin da eben auch Tester für Webseiten, also BigBitV-Prüfer und prüfe auch mobile Apps unter anderem. Genau, und will heute mal den Easy Web Check vorstellen. Was sind da die Lernziele? Wir wollen uns einen Teil vom Easy Web Check angucken. Warum ein Teil? Normal geht der Workshop 4 Stunden. Das kriegen wir jetzt heute halt hier leider nicht unter. Aber es geht jetzt einfach mal darum, so ein paar wichtige Prüfschritte anzugucken, zu gucken, was gibt es für Analyse-Tools, was können wir da empfehlen, was gibt es sonst noch für Hilfsmittel, die man vielleicht noch gar nicht kennt, die einem dabei wieder helfen, sowas selbst zu testen. Und genau, dann ist uns noch wichtig, dass wir mal die Checkliste zeigen zum Easy Web Check, weil die ist einfach auch ein gutes Hilfsmittel, das ausgearbeitet wurde, um eben auch selbst so Webseiten zu testen. Der Easy Web Check selbst, der ist im Prinzip, wie Gottfried schon meinte, so eine vereinfachte Prüfmethode. Also wir legen den Fokus auf einfach zu findenden Barrieren, sogenannten Low-Hanging Fruits. Und da war es eben auch wichtig, dass eben einfach keine technischen Kenntnisse im Prinzip im Webdesign oder Programmierung erforderlich sind. Also man muss jetzt sich eigentlich nicht mehr mit HTML großartig auskennen oder wissen, wie man den HTML-Code quasi anguckt von der Webseite, sondern einfach, wie kann man sich das anschauen und wie kann man es dann bewerten. Der komplette Easy Web Check, der deckt einen guten Teil, aber eben nicht alle Kriterien nach 0 ab. Konkret sind es 52 von 94. Hier gibt es auch eine Tabelle. Genau, ich würde sie gerade mal. Es wird hier so eine Excel-Tabelle, die hat eben auch mein früherer Kollege Andreas Burkhardt entwickelt. Der hat auch zusammen mit Gottfried Zimmermann den Easy Web Check entwickelt. Und da hat einfach mal geguckt, hier links in der Tabelle in der ersten Spalte sieht man die ganzen Kriterien aus dem EN 301549. Aus der Tabelle A1, also eigentlich alles, was so für Webseiten wichtig ist, was so gesetzlich abgedeckt werden sollte. Und dann hat er eben den Easy Web Check genommen, hat geguckt, was wird manuell geprüft. Das wurde dann hier gelb eingetragen. Das sind einfach Sachen, die muss man sich anschauen und muss dann halt mit dem Wissen, das man hat, mit dem Easy Web Check entscheiden, ist es jetzt, trifft das zu, da trifft das nicht zu. Dann gibt es hier noch Punkte, wo dann drin steht, welches Tool man verwenden kann. Also teilweise kann man sie zumindest auch die einzelnen Prüfschritte zum Teil automatisch prüfen mit verschiedenen Tools. Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Und die roten Punkte, die sind nicht abgedeckt. Und wenn man mal guckt, direkt am Anfang ist so ein ziemlich großer roter Block. Das sind eigentlich hauptsächlich die Sechser-Kriterien. Da geht es so um Zwei-Wege-Sprachkommunikation. Das heißt, das sind wirklich so die Sachen, wenn man selbst ein Zoom oder ein BigBlueButton oder ein Microsoft Teams oder sowas entwickelt, auf was muss man dabei achten? Und da war dann eben halt auch der Gedanke, okay, das kommt jetzt nicht so oft vor. Also in der Regel hat eine Webseite das auch nicht. Und ebenfalls doch, muss man halt im Kopf haben, okay, das wird jetzt halt nicht hier geprüft. Das heißt, da müssen wir nochmal selber gucken. Genauso weiter unten. Bei den 11er-Prüfschritten, 11.8, da geht es eigentlich hauptsächlich um Autorentools. Also wenn man so selbst ein Moodle entwickelt oder ein WordPress, da muss man halt gewisse Sachen beachten, damit man es den Leuten, die dann mit eben dem WordPress zum Beispiel Inhalte einpflegen, dass die auch die Inhalte entsprechend barrierefrei machen können. Die sind jetzt auch nicht Teil vom Easy Web Check, ist auch nicht so der Standard für Webseiten, dass man eben so etwas entwickelt. Genau, die Tabelle ist verlinkt. Ich glaube, die Folien geben wir ja auch noch raus wahrscheinlich. Oder?
Können wir, ja. Ich Sonst haben schicke wir auch gleich noch Grenzen den gesetzt. Link zur Tabelle, der war veraltet. Es kommt gleich nach, aber die Okay. Checkliste habt ihr schon. Okay, sehr gut. Genau, also wie gesagt, 52 von 94 verpflichtenden Kriterien aus der BitV sind damit abgedeckt. Muss auch nochmal den Hinweis, manche Kriterien werden nur unvollständig geprüft. Genau, da kann man jetzt doch nicht alle Sonderfälle auf einfache Weise damit aufnehmen. Aber haben wir eben auch das meiste dann in der Excel vermerkt. Der Easy Web Check selbst war der Gedanke eben, es ist eine halbautomatische Prüfung. Das heißt, zu einem Teil setzen wir automatische Tools an. Das sind in der Regel Browser-Erweiterungen, die wirklich auf barrierefrei testen. Das sind verschiedene andere Tools. Die werde ich dann gleich noch zeigen, was man so verwenden kann, um einfach einfacher zu prüfen. Und zusätzlich ist aber immer noch eine manuelle Sichtprüfung notwendig. Genau, und heute haben wir uns jetzt entschieden, einfach den Fokus mal auf die automatischen Tools als auf den ersten Teil zu setzen. Mal gucken, was kann man da automatisch prüfen und wie kann man das dann auch interpretieren, was so diese Tools genau da anzeigen. Genau, wichtig wäre auch hier noch der Link zur Checkliste. Die ist eben auch online verfügbar, also hier Easy Web Check, eben von Andreas Burkhardt und Gottfried Zimmermann entwickelt. Hier steht es auch nochmal, ist eine vereinfachte Prüfmethode, mit der man in kurzer Zeit und eben mit kostenlosen Werkzeugen Barrieren finden kann. Es sind, wie ich auch gemeint habe, keine tiefen technischen Kenntnisse erforderlich. Und auch nochmal der Hinweis, es ist eben kein Ersatz für ausführliche Prüfmethoden. Also es geht wirklich darum, eher so während dem Prozess, während am Anfang auch selbst testen zu können, auch wenn man jetzt kein Entwickler ist, oder auch eben es einfach mal reinzuschauen und dass es halt auch ein bisschen schneller geht. Das Dokument, ich gehe mal ans Ende, ist eben auch unter CC, also ist freigegeben. Das können Sie verwenden, selbst benutzen, wie Sie wollen. Und so, hier wieder hoch. Aufgebaut ist es grundsätzlich so, wir haben ja immer eine Überschrift. Das ist quasi so das Tool, das man verwenden kann. Hier in dem Fall der Site Improve Accessibility Checker. Und dann verschiedene Checkpunkte. Und so die einzelnen Checkpunkte, die sind immer positiv formuliert. Also Checkpunkt 1 ist zum Beispiel, Bilder haben jeweils einen Alternativtext. Dieser darf auch leer sein, er darf nur nicht komplett fehlen. Der Sinn von dieser Checkliste ist einfach, wir haben hier diesen Punkt, wir gucken uns die Webseite an, wir verwenden das Tool und machen dann unter Verwendung von dem Tool können wir dann sagen, okay, ist dieser Checkpunkt erfüllt oder nicht? Und wenn erfüllt ist, kann man ein Häkchen dran machen und zum nächsten. Wenn man hier ein bisschen runtergeht, dann hat man noch andere Tools, zum Beispiel verschiedene Bookmarklets. Da werde ich jetzt auch mal beispielhaft gleich etwas zeigen, verschiedene Browser-Erweiterungen. Und hier ganz unten, da kommt man halt nicht drum herum, ist dann auch die Sichtprüfung. Das sind dann wirklich so Prüfschritte oder so Checkpunkte, die muss man sich dann durchlesen, wie zum Beispiel Punkt 56 bewegte Inhalte, zum Beispiel animierte GIFs, die nicht nach 5 Sekunden automatisch stoppen, müssen abschaltbar sein. Das heißt, nimmt man die Webseite, guckt sich an, sind hier irgendwo bewegte Inhalte, wie eben solche GIFs, guckt, stoppen sie nach 5 Sekunden und wenn nicht, sind sie irgendwie abschaltbar. Und wenn das dann der Fall ist, kann man hier wieder ein Häkchen setzen und hat so wieder den Punkt quasi erfüllt vom Easy Web Check. Ein Punkt, der noch wichtig ist, wenn Sie oder wenn ihr die Checkliste macht, da hat sich eben mein Kollege damals auch was bei gedacht. Also man sollte am besten hier wirklich von vorne anfangen und so durchgehen. Also bei 1, 2, 3 und so weiter. Einfach weil die Prüfschritte teilweise oder die Checkpunkte teilweise aufeinander aufbauen. Das heißt, wir gucken am Anfang einfach mal, was kann man wirklich vollautomatisch testen, wo kann man Tools einsetzen und zum Schluss dann kommt erst die eigentliche Sichtprüfung für den Rest, den man da jetzt nicht testen konnte. Genau, das erste Tool, das wir haben, ist ja schon ein bisschen angeklungen, ist der Site Improve Accessibility Checker. Der ist ein automatisches Prüftool. Genau, so automatische Prüftools sind in der Regel Browser-Erweiterungen. Das heißt, hier installiert man nach, um zusätzliche Funktionalität in den Browser reinzubekommen. Also ja, ein kleines Programm, das man starten kann. Diese Tools überprüfen automatisch auf Zugänglichkeitsprobleme. Die haben da ihre eigenen Checklisten, die sie abarbeiten. Und wenn sie dann Fehler finden, also die gucken dann für uns quasi zum Beispiel ins HTML rein und listen dann auf, was wurden da für Fehler gefunden. Andere Tools heben es direkt in der Webseite hervor.
Wir nutzen, wie gesagt, den Site Improve Accessibility Checker, aber es gibt auch eine Vielzahl solcher Tools. Also da gibt es von Accessibility Testing Tool oder von Wave oder Arc Toolkit. Also es sind, kann man sich mal auch anschauen. Da gibt es auch verschiedene Vorlieben, je nach Abstraktion auch, wie es angezeigt wird und so. Wie gesagt, empfehlen tun wir da oder verwenden auch, tun wir den Site Improve Accessibility Checker. Direkt auch hier der Hinweis, solche automatischen Prüftools wie eben der Accessibility Checker, die finden im Schnitt weniger als ein Drittel der Barrieren. Und das ist auch schon sehr positiv ausgedrückt. Also diese kostenlosen Tools, die finden eigentlich noch weniger. Es war dann schon, hat eben auch, mein damaliger Kollege hat es mal ein bisschen untersucht. Und im Prinzip kam er dann drauf, dass diese teuren kommerziellen Tools, wo man dann eben pro Seite zum Beispiel bezahlt, die konnten im Schnitt so ein Drittel von den Barrieren finden. Und genau, das ist halt wichtig im Kopf zu behalten, dass man jetzt nicht denkt, man lässt das kostenlose Tool da drüber laufen auf der Webseite. Es heißt, keine Barrieren gefunden und dann wäre alles gut. Ist halt nicht so. Aber es ist eine nützliche Ergänzung eben zum manuellen Prüfen und darum bietet es sich halt auch einfach an, so wie wir jetzt, dass wir es für einen Einstieg benutzen, um schon mal einen Teil abzudecken. So, dann würden wir mal den Site Improve Accessibility Checker angucken. Im Prinzip, ich habe hier zwei Links im Foliensatz. Es gibt den sowohl für Chrome als auch für Firefox. Und ich gehe einfach mal drauf. Ich habe jetzt auf den Link geklickt und bin jetzt im Chrome Web Store. Den Browser dann ändern. Genau, also jetzt bin ich im Chrome Web Store und im Prinzip, ich mache ihn mal kurz raus, ist dann hier die Seite, Site Improve Accessibility Checker. Rechts ist so ein Button mit Hinzufügen. Ich klicke da drauf, dann kommt nochmal so ein extra Fenster, dann mache ich nochmal Add Extension und schon ist er installiert. Genau, starten oder verwenden tut man dann jetzt oben, also quasi neben der Adressleiste, wo eben die Webseite drin steht, sind so verschiedene Icons. Und im Prinzip müsst ihr dann da stehen, wenn er nicht da ist, dann gibt es so ein kleines Puzzlestück, das heißt Extensions, und da ist er dann aufgelistet. Kann man ihn auch mit so einer kleinen Pinnnadel mit Pin oben anpinnen und dann steht er quasi immer rechts von der Adressleiste und kann direkt verwendet werden. Wenn wir ihn jetzt zum ersten Mal verwenden, ich klicke mal drauf, dann kommt erst noch so dieses Anmeldefenster. Also immer dann so ein Anmeldeformular, wo man so mit Vornamen, Nachnamen, Land und so weiter sich eintragen kann. Das kann man gerne machen, aber muss man auch nicht. Also unten am Formular sind zwei Buttons und dann gibt es auch Skip-Form und dann kann man das auch einfach überspringen und kann ihn trotzdem verwenden. Genau, ich würde ihn gerade mal zeigen, das Tool. Also ich habe jetzt, wenn man eine Seite untersuchen will, ich bin jetzt auf der Seite von der HDM Stuttgart. Dann öffnet man die und klickt dann eben oben auf dieses kleine Icon. Und dann öffnet sich so ein zweites kleines Fenster, das sich drüber legt über die Webseite. Und da werden dann einfach Fehler oder zumindest Sachen, die es gefunden hat, aufgelistet. Und dann kann man sich eben anschauen. Man kann dann auch draufklicken auf die Fehler, bekommt noch mehr Informationen, es wird aufgelistet, wo die Fehler auftreten auf der Webseite. Das heißt, man kann sogar direkt zu der Stelle hinspringen, dann wird es hervorgehoben und das unterstützt einen einfach dabei, eben solche Fehler dann schon mal zu finden und das eben auch vollautomatisch mit dem Klick. So, wie wir das Ganze jetzt überprüfen. Im Prinzip geht es jetzt so weiter. Ich habe hier jedes Mal eine Folie und direkt am Anfang von der Folie steht ein Satz. Also da steht, Bilder haben jeweils einen Alternativtext. Dieser darf auch leer sein. Er darf nur nicht komplett fehlen. Der könnte jetzt bekannt vorkommen. Das ist nämlich genau der erste Checkpunkt von der Checkliste, die wir da haben. Also der Aufbau ist jetzt eigentlich immer so, wir nehmen so einen Checkpunkt. Stellen den kurz vor anhand von einem Fehlerbeispiel und zeigen dann eben, wie wird dieser Fehler erkannt oder wie wird er angezeigt von dem jeweiligen Tool, also hier jetzt eben vom Accessibility Scanner. Und genau, wie kann man das dann erkennen, was hier der Fall ist? Also der erste Punkt eben ist, dass Bilder einen Alternativtext haben. Dieser darf auch leer sein, nur nicht komplett fehlen. Er hier erkennt, ich zeige es mal am Fehlerbeispiel.
findet sie auf der Seite transfermarkt.de. Das sind auch immer ganz gern oder ganz schön Fehler zum Angucken. Ich starte jetzt den Site Improve Accessibility Checker. Der guckt jetzt kurz drüber, lädt ein bisschen, also das Fenster hat sich schon geöffnet. Sag ich mal, je mehr Inhalte oder je mehr Fehler da vorhanden sind, umso länger braucht er dann, um das Ganze aufzulisten. Genau. Und dann haben wir den Fehler. Ich muss das mal ganz kurz gucken. Genau. Dann wird der Fehler hier aufgelistet im extra Fenster, Image Missing a Text Alternative. Und das heißt, es wird quasi jetzt für den Checkpunkt, den wir da haben, für den ersten, ein Ausschlusskriterium. Das heißt, hier ist irgendein Problem mit dem Alternativtext. Wir können auch mal schauen, wir dann dahin gehen. Jetzt hervorgucken, genau. Jetzt wird hier unten so ein Bild hervorgehoben und diesem fehlt der Alternativtext. Und jetzt ist es so, das Bild ist nicht nur, genau, wenn man da doch ein bisschen sich auskennt mit HTML, also so Alternativtexte, die eben dann von Screenreader ausgegeben werden können. Die, geh mal rein, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Die sind normalerweise, wir haben hier das Image-Element, das ist Bild drin, das sind auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel hier steht SRC, das ist quasi die Quelle, wo das Bild herkommt. Und im Prinzip müsste jetzt hier irgendwo in diesem Bild-Element mit dabei stehen, so ein ALT, das ist eben der Alternativtext, Anführungszeichen. Und dann könnte hier halt drinstehen, ja, eine Gruppe Fußballer jubelt. Das ist jetzt, genau, ich habe jetzt da ein bisschen, fehlt mir gerade der Kontext. Aber im Prinzip, das wäre jetzt so der Alternativtext, der dann auch vom Screen wieder ausgegeben wird für das Bild. Problem ist hier, man könnte ihn auch leer lassen. Dann hätte jetzt auch der Site-Improve Accessibility Checker hier keinen Fehler geworfen. Das Problem ist, es darf nur nicht komplett fehlen. Also wenn man dieses Alt-Tag komplett weglässt, dann kann es vorkommen. Also bestenfalls kann es sein, dass der Screen wieder einfach vorliest, Bild mit fehlendem Alternativtext. Wurde mir mal gesagt. Was ich auch schon gemerkt habe und was, glaube ich, viel dramatischer ist, dass dann irgendwie der Screen wieder trotzdem versucht, irgendwo eine Info herzubekommen und dann zum Beispiel die Dateinamen vorliest. Und dann würde er halt hier vorlesen, 1. FC Saarbrücken, Pokal 33057. JPG und so weiter. Und das macht die Verwendung der Webseite halt schwer bis unmöglich. Vor allem, wenn man guckt, wie viele Bilder hier sind und wenn die alle keinen Alternativtext haben. Man bekommt ständig solche kryptischen Dateinamen vorgelesen. Das macht es halt kaputt, die ganze Verwendung. Genau, also im Prinzip erster Checkpunkt. Wir lassen das Tool laufen. Es kommt dieser Fehler. Das bedeutet, hier fehlt wirklich komplett das Alt-Attribut. Das heißt, es wird da nicht, es führt eben zu den eben beschriebenen Problemen. Und genau, damit wäre dieser Checkpunkt jetzt nicht erfüllt. Der nächste Checkpunkt war, da geht es jetzt um was ganz Ähnliches, nämlich um Bildlinks und grafische Bedienelemente. Also alles, was irgendwie klickbar ist und gleichzeitig ein Bild. Das kann irgendeine verlinkte Grafik sein, dass man auf eine andere Seite kommt oder ein Bedienelement, ein kleines Icon. Und hier besagt eben der Prüfschritt, diese haben jeweils entweder eine Beschriftung oder einen Alternativtext. So, wenn das nicht der Fall ist, gehen wir jetzt nochmal auf die Seite, da war nämlich der Fehler auch. Ich lasse wieder einen Site-Improve Accessibility Checker laufen. Und dann müsste jetzt gleich der Fehler kommen. Genau, da doch einiges zu finden auf der Seite. Genau, dann kommt der Fehler, Link Missing a Text Alternative. Und das ist quasi genau das, was jetzt hier beim Checkpunkt gefordert wird, dass eben solch irgendwas, was zum Link oder irgendwas, das klickbar ist, sollte eben eine Textalternative haben. Wenn man so nochmal konkret jetzt wieder anschauen, das Ganze, ein bisschen größer, dann ist es ein ganz typischer Fehler. Wir haben hier oben so im Header so verschiedene Social Media Icons, also dieses Facebook-F, das X von X, Twitter, Instagram und so weiter. Und diese Elemente, die haben einfach keine Textalternative. Das heißt, wenn man es jetzt mit dem Screen wieder zum Beispiel verwendet, der könnte nichts ausgeben. Und das heißt, wenn man jetzt eben diese Icons nicht sieht, dann wüsste man jetzt auch gar nicht, was man damit machen kann. Man wird vielleicht erfahren, dass da irgendwas Klickbares ist.
Genau, das ist also so eine typische Barriere im Sinne von diesem Checkpunkt und wird damit auch abgedeckt. Also man erkennt es gut, wenn eben dieser Fehler Link Without a Text Alternative kommt, dann ist da ein Problem mit dem Checkpunkt. Was noch automatisch überprüft werden kann, ist, ob es eine, dass alle Formularelemente programmatisch korrekt verknüpfte Beschriftungen haben. Wir sehen hier unten am Bildschirmrand auch wieder so ein Beispiel. Das ist hier im Prinzip nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einer Webseite. Wir haben hier groß stehen Kommentare, darunter ein Eingabefeld. Und wenn man es sich jetzt so anschaut, dann würde man jetzt eben sehen, okay, das steht drüber und würde sich denken, ja, das heißt, in das Eingabefeld, da kommt dann eben vermutlich kommen da Kommentare rein. Das Problem ist, wenn dann der Fehler kommt, Form failed is not labeled. Das heißt, hier ist keine Verknüpfung. Also hier zwischen dem Label und dem Eingabefeld ist keine Verknüpfung. Und das führt wiederum dazu, dass Screenreader-Nutzende nicht vorgelesen wird, vorgelesen wird, wofür das Eingabefeld da ist. Also das heißt, wenn man dann beim Eingabefeld ist, muss man vielleicht wieder zurück navigieren, muss irgendwie gucken, wo ist das Label, vielleicht steht es auch noch weiter weg oder ist noch anderer Code dazwischen. Und das lässt sich auch einfach vermeiden. Also wenn man da dann zum Beispiel beim Entwickler sagen würde, das muss verknüpft sein, also in der Regel müsste er wissen, wie das geht. Das ist jetzt auch, ja, ist jetzt nicht schwierig. Rein vom Dinger gehört auch eher so ein bisschen zum Standard. Und ist auch wieder ganz praktisch, dass das einfach direkt erkannt wird von dem Tool, ohne dass man jetzt selbst reinschauen muss. Ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel auch, wenn es verknüpft ist, kann man in der Regel auch einfach auf dieses Kommentare, kann man draufklicken, also auf das Label. Und der Fokus wird direkt reingesetzt, also hat eigentlich nur Vorteile. Ein weiterer sehr gängiger Fehler, oder hier wieder positiv formuliert, die Kontrastunterschiede von allen Texten im Vergleich zum Hintergrund sind mindestens 4,5 zu 1. Bei normaler Größe, bei großer Schrift kann es noch ein bisschen geringer sein, mit 3 zu 1. Also im Prinzip geht es wirklich darum, dass so der Helligkeitskontrast zwischen der Schrift auf einer Webseite und dem Hintergrund, dass der groß genug ist, dass es für jeden gut zu lesen ist. Ja, ich gehe wieder drauf auf so eine Seite. Bin jetzt auf der Seite vom Eurospace Center und lasse da auch mal laufen. Also ich glaube, im Prinzip viele erkennen schon, wo Probleme sein könnten. Wenn dann der Fehler kommt, ja, sie haben es ein bisschen umbenannt, also hier ist jetzt Color Contrast, Color Contrast does not meet minimum requirement. Also das heißt, hier ist irgendwo auf der Seite ein Kontrastproblem und der Checkpunkt damit nicht erfüllt. Dann wieder drauf gehen und im Prinzip das Hauptproblem ist hier wirklich dieses, die Webseite besteht, hat so die Hauptfarben, so ein helles Blau und ein Weiß und da ist einfach der Kontrast nicht hoch genug. Also wenn wir mal draufklicken, dann sehen wir auch direkt wird hervorgehoben, das ist einfach nur 2,31 zu 1. Auch das Orange hier für den aktuell hervorgehobenen Punkt als Hintergrund ist eigentlich zu gering. Und so kann man das ganz einfach schnell mit dem Tool testen und erkennen, wo Probleme sind. Genau, warum ist das ein Problem? Ist einfach so, Menschen mit niedriger Sehschärfe zum Beispiel, einer Farbfehlsichtigkeit oder auch so einer oft altersbedingten, also es eben tritt halt einfach im Alter auch immer häufiger auf, vermindertes Kontrastempfinden, können den Text vielleicht schlecht oder auch gar nicht lesen. Also man merkt es selber unten bei dem Beispiel. Wir haben hier so dieses Weiß auf Blau und irgendwie wird es schon anstrengend. Ich gehe nochmal kurz auf die Seite. Wir haben auch hier die Texte weiß, blau auf weiß. Ich habe noch zu Hause noch einen zweiten alten Bildschirm. Da kann man das noch schlechter lesen, weil es einfach auch ein schlechter Bildschirm ist. Und wenn man da mal vergleicht, wenn man oben hier weiß auf schwarz hat, hier bei dem Hintergrund.
immer. Klar. Ist individuell hörbar. Ja. Ton wieder da. Okay. Ton. Ja, Entschuldigung, wir hatten gerade einen Crash hier. Ich bin mir nicht sicher, wo es aufgehört hat. Ich glaube, irgendwo beim Kontrast. Und dann können wir vielleicht die Frage nochmal aufgreifen, über ob die Alt-Tags immer, also Fehler der Alt-Tags immer von Site-Improve von diesem Tool gefunden werden. Genau, also es werden viele gefunden, aber nicht alle. Es ist nicht so hundertprozentig zuverlässig. Deshalb ist eigentlich auch noch Teil vom Easy Web Check. Ist jetzt heute, glaube ich, nicht mehr mit drin, aber im normalen Easy Web Check verwenden wir zusätzlich später noch ein Bookmarklet. Also so ein kleines Extra-Tool, wo wir es nochmal überprüfen können, das Ganze. Genau, also es ist schon so, dass man da jetzt nicht komplett drauf gehen kann. Aber zumindest mal für den Checkpunkt ist es dann okay. Ich hoffe, der Ton geht einigermaßen. Dann würde ich jetzt mal mit meinem Notebook, Sound weitermachen. Und genau, ich glaube, das kriegen wir dann auch bestimmt gleich wieder. Warte mal kurz, ich bin gleich drin, dann machen wir es wieder hier. Recording in progress. So, jetzt geht's weiter mit dem anderen Mikro. Okay, sehr gut. Ist mein Bildschirm noch hier? Genau, ich war jetzt gerade noch bei dem Punkt niedriger Kontrast bei Texten. Ich glaube, da waren wir auch soweit fertig. Das heißt, der nächste Punkt wäre noch die Hauptsprache. Also die Sprache auf der Seite wurde korrekt per Langattribut im HTML-Element festgelegt. Das kann eben auch das Tool erkennen. Im Prinzip spart es uns auch einfach nur einen kleinen Schritt. Also ich bin jetzt nochmal wieder auf der Seite und genau, gucken wir doch mal kurz ins Markup rein. Also ich mache jetzt hier Rechtsklick irgendwo auf der Seite, untersuchen. Dann sieht man hier rechts quasi das HTML, wie die Seite aufgebaut ist. Und grundsätzlich ist so eine Seite immer gleich aufgebaut. Das heißt, sie fängt eigentlich an mit so einem Ecken in Klammer mit dem Doctype HTML, dann kommt HTML und hier drin muss irgendwo so ein Lang stehen und dann gleich EN zum Beispiel. Ich wechsle mal hier jetzt auf die deutsche Seite und jetzt ist wieder HTML und Lang gleich DE. Also hier wurde es richtig gelöst und genau, hier geht es wirklich hauptsächlich darum, wenn man jetzt eben so eine Seite besucht mit dem Screenreader. Dann teilt sie, wenn dieses Langattribut vorhanden ist, dem Screenreader auch mit, in welcher Sprache sie ist. Und so Screenreader, die verwenden verschiedene Wortlisten. Es ist ja einfach so, dass manche Worte oder eben die Worte, die gibt es halt nur in der einen Sprache, sie werden auch anders ausgesprochen. Und deshalb sollte der Screenreader einfach wissen, in was für einer Sprache die Webseite ist und das dann entsprechend auch wählen, welche Wortliste er nimmt, damit er die Wörter korrekt aussprechen kann. Wenn ich jetzt mal hier auf der Seite, ich bin jetzt auf der Seiten.org, das ist so eine Extension für Python, so ein, ja, so eine Infoseite darüber. Und dann kommt eben der Fehler im Site-Improved Accessibility Scanner, Page Language has not been identified. Das heißt, hier fehlt eben am Anfang dieses Langpunkt en, müsste es hier in diesem Fall sein. Und das würde jetzt einfach dazu führen, dass wenn man jetzt zum Beispiel genau, man ist aus Deutschland, man redet Deutsch, hat seinen Screenreader, geht auf diese englische Seite und der wird jetzt die Info nicht bekommen, nimmt halt standardmäßig Deutsch und liest einem dann den ganzen Text einfach im schlimmsten Denglisch vor. Und vielleicht am Anfang klingt es noch witzig, aber eigentlich ist es ja eigentlich nicht verwendbar, die Seite so. Und da spart uns das Tool einfach auch wieder so dieses mit, was ich gerade gezeigt habe, Rechtsklick reingucken, ob es da ist, sondern es kann halt direkt selbst gucken. Und bringt dann eben den Fehler, Page Language has not been identified. Wenn der Fehler nicht aufkommt, kann man wieder Häkchen dran setzen, dann ist dieser Checkpunkt erfüllt. Ein weiterer Punkt, der von dem Tool erkannt werden kann, behandelt Fließtext-Links. Also hier heißt es, Fließtext-Links sind ausreichend vom restlichen Fließtext zu unterscheiden. Das heißt, sie sind entweder unterstrichen, fettgedruckt oder haben einen ausreichend hohen Kontrast zum restlichen Text von 3 zu 1. Genau, guckt man am besten wieder direkt ein Fehlerbeispiel an.
bin jetzt auf der Seite vom Gymnasium Neckar-Ensslingen. Lass den hier laufen. Seit dem Proof Accessibility Checker. Und guck eben, ob der Fehler auftritt. Okay, auch wieder einen Moment. Genau. Mal durch und dann steht eben hier links are not clearly identifizierbar. Ich spring mal hin, wo ist der Fehler? Und dann, dann sehen wir es hier. Also erstmal vorneweg, wenn man es noch nicht kennt, was ist so ein Fließtext-Link? So ein Fließtext-Link, den sehen wir hier. Wir haben hier ganz normalen Text. Auf der Webseite, da steht dann eben, dürfen Sie uns gerne helfen, wenn Sie mit Ihren Anregungen eine Mail an das Presseteam des Gymnasiums senden. Und Presseteam ist jetzt hier rot und ist ein Link, wo man draufklicken kann und dann öffnet sich eben auch so direkt der Mail-Client. Ups. So, dieser Link, den kann man jetzt quasi nur erkennen, weil er rot ist. Wenn man drüber hovert, okay, ändert er nochmal die Farbe, aber im Prinzip genau, da ist er ausschließlich farblich hervorgehoben. Das ist einfach ein Problem. Wir können es uns auch mal anschauen. Ein bisschen näher dran. Da kann auch Firefox so ein bisschen das simulieren. Ich habe jetzt wieder Rechtsklick untersuchen gemacht. Hier oben am Rand sind so verschiedene Auswahlpunkte und so drei Pfeile. Da steht Barrierefreiheit. Und dann kann man einfach mal simulieren, wie dann die Seite jetzt ohne Rot wäre, also bei einer Rot-Grün-Schwäche oder auch ohne Grün. Mach mal hier und genau, dann sieht man jetzt, ups, das wieder weggemacht. Genau, ich simuliere jetzt mal kein Rot, also es ist dann nicht nur eine Rot-Grün-Schwäche, sondern wirklich das komplette Fehlen vom Rot sehen. Und auf einmal kann man den Link halt nicht mehr sehen. Der war jetzt ausschließlich farblich, muss man mal gucken, genau da wäre. Und das heißt, wenn man halt sowas macht, dann kann es dazu führen, dass eben Menschen mit einer eingeschränkten Farbwahrnehmung es einfach nicht erkennen können, dass es hier ein Link ist. Und das kann man eigentlich im Prinzip auch ganz einfach lösen, zum Beispiel, indem man es unterstreicht. Da ist Unterstreichen wahrscheinlich auch so die beste Lösung. Also man kann es fett drucken, das ist dann vielleicht nicht wieder so ganz klar, dass es dann ein Link ist. Oder man kann auch mit einem Kontrastunterschied, das ist dann aber wieder schwieriger, man beachten muss, der Kontrast, der muss dann groß genug sein, der Kontrastunterschied zum anderen Text und gleichzeitig noch zum Hintergrund und der normale Text auch zum Hintergrund. Und also das heißt, das Einfachste ist wahrscheinlich wirklich zu unterstreichen oder vielleicht noch ein Icon davor zu setzen oder so. Genau, also da immer drauf achten, das ist auch wieder der Fehler, der kommt, dass eben so Links nicht nur mit Farbe angezeigt werden. Was das Tool noch erkennt, ist jetzt eher kein so wichtiger Punkt, der besagt, es sind keine leeren Überschriften vorhanden. Also wenn man das laufen lässt und dann kommt der Fehler Empty Headings, das heißt, dass irgendwo im Markup hat man eine Überschrift definiert und hat es dann leer gelassen. Das kommt vielleicht gerne mal vor, wenn man irgendwelche Content Management Tools oder bei Moodle oder bei WordPress oder sowas was vorbereitet und dann vergisst, eine Überschrift reinzupacken. Ist geringfügig, haben wir hier auch nochmal aufgeschrieben, dass, also man würde jetzt da nicht durchfallen bei einer Prüfung, aber erkennt das Tool und ist wichtig und soll man einfach gucken, weil sonst sind auch wieder irgendwelche Stellen, die dann vorgelesen werden, die dann irgendwie wieder verwirrend sein könnten, gerade im Screenreader, während sie sonst gar nicht sichtbar sind und ja. Und genau das Gleiche auch für Listen. Also hier haben wir auch den Checkpunkt, es sind keine leeren Listen vorhanden. Das ist auch wieder, da hat man vielleicht irgendwie was vergessen einzupflegen und das ist noch ein Überbleibsel. Kann das Tool auch erkennen, bringt dann den Fehler, Container Element ist empty und da weiß man eben auch wieder, kann man den Entwickler darauf hinweisen, da wurde irgendwas vergessen oder den Designer oder beim Einpflegen, dass da irgendwas übrig geblieben ist. Ein ganz praktischer Punkt ist noch, dass es Abschneiden und Überlagern erkennen kann bei Browser-Zoom. Also hier ist der Checkpunkt, Texte werden bei einem Browser-Zoom auf 200% nicht abgeschnitten und überlagern nicht. Ich sage es auch am besten wieder auch anhand von einer Webseite. Das ist auch eine, die wir ganz gern benutzen für so Fehler. Das ist so eine indische Online-Partnerbörse. Und genau, da sind auch verschiedene Fehler. Und der Fehler, der hier auftritt,
zeige es gerade mal. Ich zoome hier quasi jetzt rein auf 200%. Oder ich zoome es mal raus. Genau, die Standardansicht ist auch ziemlich klein. Und wenn ich jetzt reinzoome, zum Beispiel mit Steuerung und Rädchen drücke oder Steuerung und Plus, dann sieht man auf einmal, wie hier der Text anfängt, sich zu überlappen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand darauf angewiesen ist, einfach das Ganze vergrößert darzustellen, damit er halt einfach die Texte besser lesen kann, kann er sie jetzt umso weniger lesen, einfach weil hier auf einmal drei verschiedene Schriften aneinander gerutscht sind und sich überlagern. Und das ist auch wieder was ganz Cooles bei dem Tool, dass es das auch erkennen kann. Vielleicht auch nicht, ja, man wird es trotzdem nochmal händisch am besten sich anschauen müssen, aber es nimmt einem schon mal Arbeit ab, sowas, was vielleicht auch sonst übersehen werden könnte. Und genau, wie gesagt, Nutzer mit eingeschränkter Sehfähigkeit sind eben auch oft auf die Vergrößerung angewiesen und darum muss man einfach darauf achten, dass sowas dann nicht vorkommt. So, einen letzten Punkt habe ich noch. Genau. Und zwar geht es darum, um sichtbare und zugängliche Beschriftung stimmen überein. Also der Checkpunkt sagt hier, die sichtbare Beschriftung von Links und/oder Buttons und deren Alternativtexte stimmen überein. Das bedeutet einfach, dass wenn man irgendeine Textalternative bereitstellt, wir sehen es hier unten an so einem kleinen Ausschnitt vom Markup, das ist so ein ARIA-Label. Und genau, das wird quasi bereitgestellt, hauptsächlich dann auch für Screenreader, damit dann das vorgelesen wird. Und das überschreibt dann aber auch wieder andere Inhalte. Und dann kann es einfach vorkommen, wie hier. Wir haben so einen kleinen Ausschnitt von einem Menü. Da steht auf der Webseite Site-Improved Crawler. Und wenn man sich den Link dann mal anguckt, also das ist eben ein Link, wo man dann so das Menü öffnet zu seinem eigenen Nutzermenü. Und dann war es wahrscheinlich halt gut gemeint, man hat ein ARIA-Label draufgesetzt mit Nutzermenü. Das heißt, der Screenreader würde hier jetzt Nutzermenü vorlesen, auf der Webseite steht aber was anderes, da steht Site-Improved Crawler. Und das kann einfach auch wieder zu Problemen führen. Das kann bei blinden Nutzern, die auf Sprachangabe angewiesen sind, zu einem Problem kommen, weil einfach da steht was anderes hinterlegt als das, was man dann sieht. Das ist auch, macht auch einfach die Kommunikation vielleicht auch schwerer. Das sollte halt nichts anderes dastehen. Die Anforderung ist einfach, dass zumindest alles, was man sieht, auch im Alternativtext dann vorkommen sollte. Und genau, das ist nämlich auch wieder sehr praktisch bei dem Tool, weil es sonst gern übersehen wird. Das kann eben auch den Fehler bringen und schreibt dann Visible Label and Accessible Name do not match. Und dann weiß man, okay, hier ist scheinbar irgendwie ein Problem. Und weiß dann auch wieder, das muss dann im Sinne von diesem Checkpunkt behoben werden. Jetzt geht es ein bisschen, also jetzt haben wir alles so angeschaut, was mit dem Site-Improve, Checker da quasi machbar war. Aber jetzt gibt es noch ein paar weitere Sachen, die wir uns anschauen wollen. Eins sind sogenannte Bookmarklets. Was sind Bookmarklets? Die werden auch Favlet genannt und das sind im Prinzip Lesezeichen. Nur anstatt von so einer URL ist da dann JavaScript-Code hinterlegt. Genau, ich kann auch gerade mal so eins zeigen. Gehen wir wieder hier. Genau, so im Prinzip so ein Bookmarklet. Ich gucke es mal an. Da ist dann so reiner JavaScript-Code im Prinzip hinterlegt. Und der wird dann halt ausgeführt, wenn man draufklickt. Das heißt, da sollte man entsprechend dann halt auch vertrauen auf die Quelle, wo es herkommt. Aber da kann man jetzt, also das, was wir ausgewählt haben, das ist da alles ganz offiziell. Da muss man jetzt keine Angst haben. Genau, die empfohlenen und auch die eingesetzten Bookmarklets, die findet man auch wieder in der Checkliste. Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gezeigt habe, aber ganz unten, ich scroll mal runter, unter der Überschrift Werkzeugliste, da findet man quasi die ganzen Links nochmal, also zu dem Site-Improve Accessibility Checker, zu verschiedenen Bookmarklets, die wir verwenden, zu Browser-Erweiterungen. Genau, Bookmarklets, am besten schauen wir es uns mal direkt an einem Beispiel an, nämlich an dem Inhalte gegliedert Bookmarklet. Ich gehe mal auf den Link. Genau, also wir haben hier jetzt auch die Werkzeugliste auf bitvtest.de. Und wenn man da weiter runter scrollt,
kommt man irgendwann zu dem Punkt Bookmarklets zur Direktinstallation. Und da ist eben auch dieses Inhalte gegliedert. Ich mache es hier oben mal weg. Genau. Im Prinzip hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also man hat eben, das ist jetzt halt wirklich der Link. Man sieht auch sehr klein unten am Bildschirmrand, da steht auch wieder JavaScript, also das, was dahinter liegt. So im Prinzip, man kann jetzt einfach den Link nehmen, Rechtsklick und Lesezeichen für Link hinzufügen. Das heißt, dann wird es direkt gespeichert oder alternativ kann man ihn auch einfach per Drag and Drop, also man klickt drauf, hält die Maus fest und geht hier hoch in die Lesezeichenleiste und dann wird es auch angelegt. Und im Prinzip ist es eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Wir haben jetzt dieses Bookmarklet-Inhalte gegliedert. Und wenn wir es ausführen wollen, ich mache es jetzt mal direkt hier auf der Seite, ich klicke hier drauf, dann wird eben der JavaScript-Code ausgeführt. Und wir sehen, da wurden jetzt einfach nochmal zusätzlich solche Elemente reingeschrieben. Im Prinzip ist jetzt halt einfach direkt hier auf der Webseite zu sehen, was ist eine Überschrift, welches Level hat die Überschrift, also hier in der H2. Es geht ja von H1 bis H6. Wir können sehen, dass eben hier Texte mit einem Paragraph ausgezeichnet sind. Und es spart uns einfach wiederum, dass wir wieder jetzt hier mit Rechtsklick untersuchen, hier selbst reinschauen müssen und dann hier in dem ganzen Markup irgendwo suchen, wo ist die Überschrift und sonst was. Erleichtert uns dieses Bookmarklet, indem es einfach direkt auf die Webseite reinschreibt, wie die Inhalte hier gegliedert sind. Also was für HTML-Strukturelemente werden dann bei den Überschriften und auch bei den Paragraphen angezeigt. Genau, und hierzu haben wir dann auch wieder eine Reihe von Checkpunkten in unserer Checkliste. Und der erste Punkt ist, es ist nur eine H1-Überschrift vorhanden, die den Inhalt der Seite zusammenfasst. Das heißt, hier geht es wirklich so drum, relativ einfach zum Prüfen. Gehen wir mal auf die Seite von der TU Dresden. Ich lasse das Bookmarklet, das ich hier oben habe, klick drauf. Und auf einmal sehe ich, okay, hier ist nicht nur ein H1, wie es gefordert wird in diesem Checkpunkt, sondern hier sind überall H1-Überschriften. Und sieh, das steht hier nebendran. Das heißt, in diesem Fall wäre dieser Checkpunkt nicht erfüllt. Im Prinzip ist es auch einfach eine Hilfe, sich auch wieder zu orientieren auf der Seite. Also normal, eben die Lösung wäre hier, man macht nur eine H1. Die ganzen H1, die wir hier gesehen haben, macht man ein Level runter auf H2 zum Beispiel, dann ist es untergeordnet. Und die eine H1, die überschreibt dann einfach den oder beschreibt den Inhalt der aktuellen Seite. Hat man direkt hier die Infos. Der nächste Punkt, und da geht es auch ein bisschen darum, warum sind Überschriften so wichtig? Die Überschriftenstruktur ist sinnvoll. Zum Beispiel, wenn eine Überschrift einer anderen untergeordnet ist, sollte sie eine höhere Überschriftsebene haben. Ein Fehlerbeispiel sehen wir unten auf der Folie. Wir haben hier den Text verschiedene Medien mit Barrieren und da wird dann eben durch dieses Bookmarklet H3 angezeigt, ist also eine H3-Überschrift und darunter steht ein Video ohne Untertitel und das ist mit H1. Und das macht halt keinen Sinn. Also ich glaube, vielleicht, wenn man sich jetzt da auch noch nicht so mit dem HTML auskennt, kann man sich das auch vorstellen wie so ein Word-Dokument. Und dann wird es halt auch nicht Sinn machen, dass der Punkt 2.1.1 kommt und dann direkt danach kommt eben so ein übergeordnetes, der zwei, einfach der Punkt 2 und dann kommt wieder irgendwas untergeordnet. Also es geht wirklich darum, da die Struktur der Seite wirklich aufzubauen. Wir haben es auch hier nochmal, also blinde Nutzende sind auf Überschriften angewiesen, um sich die Struktur der Seite vorzustellen und auch Inhalt überspringen zu können. Weil genauso ist es einfach, wenn wir jetzt so eine Webseite, wenn man so eine Webseite verwendet, wie ich jetzt gerade. Ich habe jetzt da versucht, zu diesem Bookmarklet zu kommen und habe dann einfach so drüber gescrollt. Also habe mir einfach so beim drüber scrollen die Überschriften nacheinander vorgelesen. Ich würde jetzt niemals hingehen und mir einfach die komplette Seite hier immer durchlesen, Wort für Wort, bis sie zu dem Punkt kommen. Und genauso können eben auch Screenreader-Nutzende das verwenden, indem sie einfach von Überschrift zu Überschrift springen, um so dann den Inhalt zu finden, der sie interessiert. Und dann kann man danach eben weiterlesen.
Und damit eben das Ganze halt möglich ist, ist schon mal der erste Punkt, dass die Überschriftenstruktur, die Hierarchie einfach sinnvoll ist, wie jetzt auch hier gefordert. Also auf ein H1 folgt ein H2, folgt ein H3 und so weiter. Genau, nochmal zum ein bisschen klarer stellen. Es ging jetzt halt wirklich auch darum, dieser Punkt ist auch untergeordnet. Also es ist kein neues Kapitel, ein Video ohne Untertitel, sondern das gehört zu diesem Punkt verschiedene Medien mit Barrieren. Und darum sollte da dann entsprechend eine H4 sein, zum Beispiel. Der nächste Checkpunkt, auch wieder mit diesem Bookmarklet, ist, es werden nicht grundlos Überschriften übersprungen. Das ist jetzt eher keine so dramatische Barriere. Im Prinzip findet man sich dann auch trotzdem zurecht, aber man kann es eben auch gut erkennen. Wir sehen jetzt auch hier wieder dieses Beispiel auf dem Screenshot. Das ist an sich eine Seite und wir haben hier H3, eine H3-Überschrift Abschnitt 1 und darauf folgt dann eine H5 Überschrift Kalender. Und da ist dann halt die Frage, warum hat man jetzt die H4 ausgelassen? Und genau, dementsprechend kann man dann schnell prüfen mit dem Tool und kann das dann anpassen. Das ist nichts Dramatisches, aber auf jeden Fall auch wieder was, was wir hier mit aufgenommen haben, weil es sich auch leicht verhindern lässt. Der nächste Punkt ist, dass Überschriften, die visuell nach Überschriften aussehen, vom Sinn her welche sind, und auch vom Sinn her welche sind, dass man die eben entsprechend auch mit H1 bis H6 auszeichnen sollte. Also, dass man nicht hier wieder dieses Fehlerbeispiel, wir haben das Bookmarklet laufen lassen hier unten, da steht das Textfeld und darunter steht ein Text, der eben beschreibt, was so ein Textfeld ist. Hier wird uns dann mit dem Bookmarklet nichts angezeigt nebendran. Das heißt, man hat es halt irgendwie mit CSS ein bisschen angepasst, man hat es darüber gestellt. Aber im Prinzip wäre jetzt wenn man es im Screenreader verwendet, würde es behandelt werden wie normaler Text. Und genau, das heißt, hier vom Prinzip kann man auch wieder erkennen, wir haben irgendwelche Sachen, die sind Überschriften, die sehen auch visuell aus wie Überschriften. Das heißt, mit dem Bookmarklet können wir dann erkennen, ist es auch wirklich eine? Und wenn nicht, kann man das entsprechend anmerken, dann ist der Checkpunkt nicht erfüllt. Genauso umgekehrt, es sollten wiederum Texte, die keine Überschriften sind, sollten eben auch nicht als solche ausgezeichnet werden. Das ist, auch wie wir es davon hatten, macht die ganze Navigation mit dem Screenreader schwierig bis kaputt, wenn man von Überschrift zu Überschrift springt. Und es wird eigentlich nur verwendet, wie jetzt hier unten in dem Beispiel. Wir haben hier einen Text, viel Spaß beim Testen. Und der sollte einfach nur groß sein. Und dann dachte sich die Person, wo das halt erstellt hat, macht man H1 draus, dann steht er schön groß da. Das macht halt keinen Sinn. Dieser Text überschreibt nichts. Das war auch am Ende von der Seite. Und genau, also man sollte jetzt nicht nur aus visuellen Gründen eine Überschrift verwenden, sondern dann eben halt irgendwie anders den Text größer machen mit CSS entsprechend, um so, ja, das ist also einfach das nicht missbräuchlich verwenden, solche Überschriften, nur damit man Text größer machen kann. Eine eher geringfügige Barriere hier geht es um Text für fettgedruckte und kursive Texte. Also hier besagt der Checkpunkt, es werden überall die Tags Strong und EM statt den veralteten B und I verwendet, um Texte fett oder kursiv zu machen. Der Hintergrund da, ich zeige es dir doch direkt mal in einem Beispiel. Ich bin jetzt auf der Seite von Fluchtraum Bremen. Und mach mal das Bookmarklet Inhalte gegliedert. Genau, kurz gucken, wo es hatte. Genau, da haben wir jetzt hier, wird dann von dem Bookmarklet dieses Strong reingeschrieben. Und das ist jetzt ein Positivbeispiel. Wir haben hier den fetten Text und der wäre jetzt, hätten wir das B verwendet, das wäre ja nicht semantisch. Das bedeutet, er wäre trotzdem fett gedruckt. Aber es wäre jetzt zum Beispiel der Screenreader, für den wäre der Text eben nicht fett gedruckt. Und wir sehen es auch hier, es ist schon bewusst, man will hier quasi die Info geben, das ist eine wichtige Nachricht, die an dieser Stelle steht, darum hat man es auch fett gedruckt.
Und deshalb sollte man eben hier ein Strong verwenden, weil semantisch und eben nicht das B, das nur visuell das Fett darstellt. Aber auch wie gesagt, es ist eher geringfügig, aber man kann es gut erkennen und deshalb haben wir es auch mit aufgenommen zum Überprüfen. Noch eine geringfügige Barriere ist, können wir auch nochmal schnell drüber gehen, Textabsätze werden in P-Elementen untergebracht. Wir sehen hier unten das Fehlerbeispiel, hier ist Text und hier steht einfach kein P nebendran. Es sollte im Prinzip, es ist Text, da steht ein Paragraph. Wir haben es auch hier auf der Seite, hier ist es dann eben schöner gemacht. Jeder Text steht in eigenem P und so ist die Seite strukturiert. Und das kann man eben auch wieder schnell erkennen mit diesem Bookmarklet. Und genau, sollte entsprechend hier beachtet werden. Genauso sollten, wenn man das Bookmarklet verwendet, nicht irgendwelche leeren P-Tags dastehen. Also wir sehen jetzt hier auch wieder, wir haben dieses P und da steht einfach nichts dazwischen und nochmal eins. Und das kann zum Beispiel einfach verwendet werden, um irgendwelche, vielleicht wurde auch nur was vergessen, aber manchmal wird es auch verwendet, um zu erzwingen, dass irgendwelche Leerzeichen da sind oder irgendwelche Spalten oder hinzufaken. Und genau, kann man hier erkennen, sollte auch vermieden werden. Und im schlimmsten Fall kann es einfach sein, dass zum Beispiel so ein Screenreader an dieser Stelle leer vorliest. Und das macht es halt auch wieder unnötig kompliziert und erschwert die ganze Nutzung, wenn ständig leer vorgelesen wird, nur weil man halt irgendwie versucht hat, mit so leeren Elementen eine Struktur auf die Seite zu bringen. So, der letzte Punkt, also wir hatten jetzt eben dieses den Site Improve Accessibility Check als Analyse-Tool. Wir hatten die Bookmarklet oder ein beispielhaftes Bookmarklet. Und das dritte, was man noch verwenden kann, was auch Teil vom Easy Web Check ist, sind Browser-Erweiterungen. Im Prinzip hatten wir auch schon sowas Ähnliches mit dem Site Improve Accessibility Checker. Den haben wir auch im Browser installiert, aber hier geht es noch ein bisschen. Also hier ist auch quasi Software, die neue Funktionen zum Browser hinzufügt. Und das sind solche speziellen Erweiterungen, um einen zu unterstützen bei der Überprüfung auf Barrierefreiheit. Das heißt, die kann man eben gut, das prüft nicht so selber, sondern man kann sie ergänzend einsetzen oder für zumindest einen bestimmten Aspekt. Eine Liste findet man eben auch wieder in der Checkliste unter den Prüfwerkzeugen, kann man die verschiedenen Browser-Erweiterungen sehen. Wir wollen uns jetzt beispielhaft mal Tab Alley angucken. So heißt eben, das kann man nachinstallieren auf Chrome. Das Tab Alley, das steht im Prinzip ist halt Tab für Tabulator und Alley für Accessibility. Also ist A, dann 11 Buchstaben dazwischen, Y. Genau, und die gibt es für Chrome, ausschließlich für Chrome. Und die ermöglicht es, sich die Tab-Reihenfolge der Webseite anzeigen zu lassen. Vielleicht nochmal kurz erklären, warum ist das Ganze nötig. Es ist einfach bei vielen Einschränkungen und Behinderungen ist es nicht möglich, die Webseite mit einer Maus zu bedienen. Alternativ wird sie dann mit einer Tastatur bedient. Ich kann es auch mal nochmal zeigen an der HDM-Seite. So, also wenn ich die Seite jetzt nicht mit der Maus verwenden könnte, dann kann ich auch alternativ die Tabulator-Taste drücken. Die findet man bei der Tastatur links ist ja die Steuerungstaste, dann die Umschalttaste, Feststelltaste und darüber ist die Tabulatortaste. Das sind so entgegengesetzte Pfeile. Und wenn ich da jetzt mal drauf drücke, dann sieht man, ich bin jetzt nicht am Anfang, dann sieht man, hier erscheint auf einmal so ein Rahmen und der zeigt mir quasi an, was gerade fokussiert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben die Webseite dann verwende und ich möchte etwas über die Zulassung erfahren, dann tappe ich dahin mit der Tabulator-Taste, drücke dann Enter und jetzt bin ich auf der Seite und kann dann hier auch wieder durchnavigieren mit der Tabulator-Taste. Und genau, so im Prinzip soll es einfach ermöglicht werden, dass nicht nur der Fokus auf der Maus liegt, sondern dass man da eben auch nur mit Tastatur die Webseite bedienen kann. Wenn ich jetzt so eine Webseite untersuchen würde, könnte ich natürlich, kommt wahrscheinlich auch nicht drum herum, das kommt später auch noch, also zumindest Teil von den Checkpoints,
überall durchtappen, die Tabulatortaste drücken und dann schauen, funktioniert's. Dieses Tab-Ally soll einem dabei helfen, das Ganze ein bisschen zu verkürzen. Also ich gehe jetzt auch nochmal auf die Seite jemand Sati, wo ich vorhin schon war. Ich lade sie mal neu. Muss in Chrome. Genau, also wie gesagt, dieses gibt es halt leider jetzt nur für Chrome. Genau, im Prinzip, ich kann es nochmal kurz zeigen mit Tab-Ally, aber das installiert man genau gleich. So, wieder falscher Browser. Installiert man genau gleich wie eben auch schon vor den Checker, den wir uns da angeguckt haben. Im Prinzip, wenn es dann mal drin ist, erscheint es auch wieder oben rechts von der Leiste mit der URL, also wo man die URL oder die Adresse eingibt, ist dann so ein blauer Punkt mit so einem weißen Verbindung drauf, aber da eben, da heißt es dann auch Tab-Ally. Wenn wir es jetzt mal laufen lassen auf der Seite, also wir klicken hier drauf, dann auf Run Tab-Ally, dann wird quasi das, was ich gerade gemacht habe, mit der Tabulator-Taste da durchzugehen, simuliert. Das braucht dann immer auch ein bisschen, je nach Größe der Seite. Geht es hier jetzt Stück für Stück durch. Genau, das sind jetzt schon wahrscheinlich viele Elemente. Aber im Prinzip spart es dann halt einfach, dass ich selbst das Ganze durchtappen müsste. Und dann wird man jetzt gleich sehen, dass an sich jedes Element, das irgendwie erreichbar jetzt wäre über die Tabulator-Taste, bekommt einen roten Punkt. Genau, sehen wir hier einen roten Punkt und eine Zahl in der Reihenfolge, in der es angesprungen wird. Und es kann uns jetzt einfach helfen, da nochmal verschiedene Barrieren zu finden. Ganz konkret besagt eben der Checkpunkt, alle Bedienelemente sind mit der Tastatur fokussierbar. Das bedeutet, sie haben eben in Tab-Ally eine Markierung und eine Nummer. Dann können wir es laufen lassen, schauen uns das an. Ich weiß auch direkt schon, wo ein Fehler auf der Seite ist, aber ich zeige es nochmal. Genau, nochmal ohne. Wir haben, wenn man hier runterscrollt, hier so eine Art Menü. Also wir können hier quasi nach verschiedenen Profilen filtern, zum Beispiel nach Religion, also es ist eben immer noch diese Partnerbörse, nach Stadt, nach Bundesstaat, nach College. Und wenn man dann irgendwo draufklickt, erscheint jedes Mal drunter eine Liste mit entsprechenden Links, die man dann auswählen kann. Also das heißt, diese Sachen sind bedienbar mit Maus. Da kann man eben entsprechend rausfiltern. Wenn ich jetzt dieses Tab-Ally laufen lasse und zu der Stelle hinscrolle, sehe ich auf einmal die Punkte, die eben gerade noch klickbar waren, die haben alle keine Nummer. Das heißt, ich hätte jetzt, wenn ich die wenn ich die Webseite nur mit Tastatur verwenden kann, keine Möglichkeit, hier den Filter mit Religion oder Stadt oder Bundesstaat und sonst was zu wählen und zu den Links hier unten zu gelangen. Vielleicht ging es dann über irgendwelche Umwege oder irgendwo könnte ich suchen, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, hier wurden halt einfach die Tastaturnutzenden vergessen und das kann man dann auch relativ schnell erkennen, indem hier einfach keine Zahl draufsteht. Der nächste Punkt ist, es sollte nicht nur eine Nummer haben, sondern die Reihenfolge sollte auch sinnvoll sein. Das erkennt man eben auch wieder sehr gut mit diesem Tab-Ally, weil es einfach durchnummeriert ist. Und hier macht es dann halt, ja, macht es am besten mit dem Screenshot das Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein Fehler. Wir haben eine Website, wir haben Tab-Ally durchlaufen lassen, dann steht hier links oben eine 9. Rechts davon eine 10, das ist noch in Ordnung. Dann aus dem Bild raus sind da wahrscheinlich 11 und 12, dann die 13. Dann geht es nach unten und auf der Höhe von der 13 steht wieder die 25. Das heißt, wenn man jetzt mit der Tastatur hier durchgeht, dann geht es von links nach rechts zunächst, wie es auch sein sollte. Dann springt es aber auf einmal ganz weit nach unten und dann springt es wieder nach oben und dann springt es wieder nach unten. Und das ist eben nicht Sinn der Sache und es lässt dann auch relativ leicht überprüfen. Das merkt man dann auch selbst eigentlich, ob das sinnvoll ist, weil genauso dann kann es halt sein, man springt da wieder hoch und dann muss man erst wieder schauen, wo ist gerade der Fokus, wo bin ich denn gerade.
Und vom Prinzip her kann man halt schon da ein bisschen danach gehen, jetzt hier in Deutschland auch so mit von oben nach unten. Und wir lesen ja von links nach rechts und normal guckt man dann eben auch so eine Seite an. Aber eben die Hauptanforderung ist, es ist halt sinnvoll und nicht so wie hier die 25 neben der 13. Ein weiteres Tool, das ich hier noch zeigen wollen würde, ist der WCAG WCAG Kontrastchecker. Im Prinzip ist es dann, es ist auch wieder eine Browser-Extension, ist auch wieder verlinkt hier auf den Folien, aber auch auf der Checkliste. Und es ist einfach nochmal so eine zusätzliche Absicherung. Also wir hatten es ja schon von dem Site Improve Accessibility Checker, der guckt ja schon mal nach Kontrasten. Und das ist nochmal ein zusätzliches Tool, das man auch laufen lassen kann. Und dann werden eben verschiedene Kontrastfehler komplett automatisch erkannt. Ich lasse es mal beispielhaft laufen auf der Seite von der HDM Stuttgart. Das ist auch wieder, wenn man es installiert hat. Hier oben wird es wieder angezeigt, also eine kleine Farbpalette. Heißt eben auch wieder WCAG Color Contrast Checker. Und sobald man draufklickt, erscheint direkt links am Bildschirmrand so ein Fenster. Und da sehen wir dann, wo es mögliche Probleme gibt. Man muss auch beachten, es werden auch Sachen angezeigt, die absichtlich versteckt sind. Also wir haben hier quasi weiß auf weiß, hat einen Kontrast von 1 und wird nicht gesehen, aber das wird dann vermutlich kein Fehler sein, sondern das wollte man auch, dass es nicht gesehen wird. Ein Vorteil von dem Tool, das kann jetzt Site Improve, kriegt es nicht so gut hin. Es werden noch Zustände beachtet. Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier ist dieses Rot auf dem Grau, Dunkelgrau und das hat einen zu niedrigen Kontrast. Also wir haben hier eben das Kreuz 1,98. Das heißt, Kontrastfeld ist zu gering. Und dann sehen wir, okay, die Lupe wird hervorgehoben, aber die ist ja eigentlich weiß. Aber wenn man drüber hovert, dann wird sie eben rot. Und das heißt, hier ist dann quasi auch in den verschiedenen Zuständen wichtig, das zu beachten. Und da kann man mit dem Tool, kann einem dann auch wieder helfen, dass hier dann eben überprüft wird und sagt, ja, eben das Rot auf dem Grau, Kontrast ist zu niedrig. Und muss man dann entsprechend bei diesem Checkpunkt wieder anmerken. So, ich glaube, wir hatten noch zum Schluss 20 Minuten Zeit für Fragen eingeplant. Damit wäre ich auch am Ende mit diesem Teil vom Easy Web Check Checkliste. Wie gesagt, findet man auch online, dass wir noch die ganzen restlichen Punkte noch drauf. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kirmin. Das einfach noch als Ergänzung, das war ein Teil vom Easy Web Check und du hast es ja, finde ich sehr, sehr schön, uns da auch die Details gezeigt und ich hoffe, dass ihr, die jetzt zugehört habt, ob ihr nun Web-Expertin, Expertinnen seid oder Laien, dass ihr da was mitgenommen habt und auch selber das in Zukunft zumindest teilweise anwenden könnt. Wie gesagt, es gibt eine komplette Checkliste. Ich habe euch den Link in den Chat gestellt, wenn man das durchführen möchte. Und wir bieten auch Schulungen an vom Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien. Es gab eine Frage im Chat und ich bitte jetzt einfach, dass ihr Fragen, die ihr habt, reinstellt, weiter in den Chat. Wenn es eine umfangreiche Frage ist, können wir auch euch erlauben, das per Audio zu stellen. Das könnt ihr selber entscheiden. Die erste Frage, die schon jetzt im Chat steht, ist: Gibt es für den Easy Web Check eine eigene Webseite, wo man dann immer alle aktuellen Dinge herunterladen kann? Im Moment haben wir das nicht, aber wir sind daran. Im Moment gibt es ein Webinar darüber und heute eben dann auch, wo wir das auf einer Webseite festhalten, was die aktuelle Version ist. Aber wir sind dran und werden auch noch eine separate Webseite dafür erstellen, für den Easy Web Check. Ja, dann dürft ihr gerne eure Fragen stellen. Ich fange mal an. Mit einer ersten Frage, Pirmin. Wenn man jetzt so eine einzelne Webseite sich anschaut und alle Tests durchmacht vom Easy Web Check, also die ganze Checkliste, mit wie viel Zeit muss man rechnen? Schwierig. Also ganz konkret haben wir den jetzt auch noch nicht angewandt, wollen wir jetzt ja auch. Also halt nicht offiziell angeboten, sondern mehr so durchgesprochen.
Wie gesagt, der Workshop selber, der geht 4 Stunden. Die sind auch notwendig, weil man da die verschiedenen Beispiele auch zeigt. Oh, ich würde jetzt nichts Falsches sagen wollen, aber ich glaube, das kann je nach Komplexität, kann es mal 2 Stunden gehen, um schnell drüber zu gucken oder auch länger. Das heißt, wenn man es jetzt vergleicht mit dem BitV-Test, der ist ja aufwendiger. Wie viel wird man da ungefähr im Vergleich brauchen? Das kann auch Tage gehen, so von der. Ja. Also man hat tatsächlich auch eine schnellere Methode, allerdings natürlich unvollständig. Das ist schon klar. Aber deswegen empfehlen wir das eben auch, das zu machen, weil es nicht nur einfacher ist, sondern auch schneller, um einen ersten Einblick zu bekommen. Also wir haben dann auch Kunden, die kommen zu uns und sagen, wir hätten gerne ein Prüfsiegel für unsere Webseite. Und dann machen wir einen ersten Check oder schauen einfach mal drüber und sehen, da ist noch so viel im Argen. Dann sagen wir, nee, also bevor wir mit einem BitV-Test anfangen, machen wir zuerst mal einen einfachen Test und schulen die Mitarbeitenden, die Designer, Entwicklerinnen, damit sie lernen, wie man es richtig macht. Und wenn sie dann sagen, jetzt haben wir alles eingehalten und richtig gemacht, dann können wir daran denken, einen umfangreichen BV-Test zu machen. So, gerne eure Fragen jetzt im Chat. Also, Frage ist, welche Produkte genau sind betroffen von der Anpassung der EAA-Norm? Nur Webauftritte, dann haben wir Desktop und mobile oder auch alle Apps, E-Books, PDF-Dateien. Wenn auch andere Produkte betroffen sind, habt ihr Tool-Empfehlungen oder Infoplattformen in die Richtung für Apps, E-Books und PDFs? Also, die EAA, European Accessibility Act, hat im Moment ja noch gar keine Norm, mit der er verbunden ist, aber es wird eine Zukunftsversion sein der EN 301549. Die haben wir in einer Form jetzt schon vorliegen, ist aber noch nicht die, die dann letztendlich harmonisiert sein wird. Was wir aber wissen ist, dass es nicht nur Webauftritte betrifft, sondern auch alle Software, auch Apps, auch Dokumente, die verbunden sind, zum Beispiel mit E-Commerce, also mit Online-Shops und allem, was verbunden ist, wenn ein Kaufvertrag zustande kommt zwischen einem Unternehmen, einer Organisation und einem Endkonsumenten, also nur B2C. Und dann sind alle Formen von mobilen Medien betroffen, die damit beteiligt sind, zum Beispiel auch einfach nur, um einen Termin online mit dem Friseur auszumachen. Wenn der Friseur entsprechend groß ist, es gibt eine Ausnahme für Kleinstunternehmen. Das heißt, die Frage ist durchaus berechtigt jetzt, wenn auch andere Produkte betroffen sind. Ja, das sind sie. Habt ihr Tool-Empfehlungen in Richtung Apps, E-Books, PDFs? In Richtung Apps, da kann vielleicht Pirmin was dazu sagen, was wir da auch haben an Empfehlungen. Genau, so ist gerade mal raus. Und auch schon mal geguckt, was es also an kostenlosen Tools gibt. Und im Prinzip muss man leider sagen, so wirklich kostenlos gibt es eigentlich nur für Android, was wir da gefunden haben. Hat mal reingestellt, das wäre der Accessibility Scanner. Und der deckt, eben kann man kostenlos verwenden, ist auch von Google. Also kann man da auch ganz gut drauf vertrauen. Und hat es gepostet, ja. Und genau, der macht halt auch so ein paar Prüfungen. Das geht ein bisschen in die Richtung, wie auch von Site Improve Tool, was wir da gesehen haben. Man öffnet die App, man lässt laufen und es guckt nach Textalternativen, nach Kontrastproblemen, nach Größe von Buttons. Aber es ist doch weniger im Umfang als jetzt die Web-Tools, einfach weil es auch so ein Blackbox-Testing ist, was man da macht. Also die. Man kann da jetzt eben nicht HTML untersuchen wie bei einer Webseite und hat dann auch eben keinen Zugriff auf den Code normalerweise bei der Prüfung. Okay, bei E-Books, das ist wieder ein anderes Kapitel. Das kommt darauf an, ob sie dem Standard EPUB 3 entsprechen oder als PDF gemacht wurden. Für EPUB 3 gibt es auch
ein Tool, um das zu prüfen. Müsste ich nachher mal nachrecherchieren, das kann ich später in den Chat stellen. Für PDFs gibt es ein Tool, den PAC, und da hören wir heute Nachmittag mehr dazu. Da verweise ich einfach auf später. Bleibt einfach hier dran. Dann kriegt ihr das noch mit. Aber alle diese automatischen Tools, von denen wir jetzt gesprochen haben, können nicht alle Anforderungen überprüfen, sondern immer nur das, was automatisch entdeckbar ist. Und das sind in der Regel so ganz grob ein Drittel der Fehler. Man sollte also immer auch von Hand noch nachprüfen. Aber man kann eben schon mal auch einen Eindruck bekommen, zum Beispiel beim Einkauf, ob das, was man geliefert bekommt, auch einigermaßen barrierefrei sein kann. Die nächste Frage: Habt ihr Empfehlungen zu guten barrierefreien Webseiten, zum Beispiel Empfehlungen für Designer? Gibt es gleich zwei Likes dazu, ja? Das ist jetzt interessant. Das klingt jetzt so ein bisschen wie, was ich öfter höre von Kunden, könnt ihr mir eine Schulung geben für digitale Barrierefreiheit in 60 Minuten? Also natürlich gibt es diese Empfehlungen, aber was man dann mit Barrierefreiheit, wie man das anzuwenden hat auf die Webseiten, das ist immer individuell und man muss eigentlich die ganze Bandbreite kennen. Die Frage ist natürlich schon spezifischer, als Beispiele, gute barrierefreie Webseiten. Da haben wir jetzt keine Liste vorliegen, aber man kann ja zu den Organisationen gehen, die sich dafür einsetzen, dass es mehr Barrierefreiheit gibt. BfI-Bund zum Beispiel können wir da nennen oder auch die Fachstelle für barrierefreies Design des Bundes oder die Pfennigparade hier oder auch bei uns das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien oder IAAP Dach. Also schaut da einfach nach bei den Organisationen, die sich hier für einsetzen. Genau. Und Empfehlungen für Designer, das ist eben, ja, es gibt eben Schulungen in der Richtung, aber das kann man nicht einfach nur in einer Stunde kurz machen. Ich habe noch kurz was gepostet. Das sind jetzt nicht so Empfehlungen für Designer. Wenn man auf den Link klickt, das sind verschiedene Patterns, also so Akkordeonelemente, Karusselle, sonst irgendwas. Und das quasi von W3, W3C. Und da hat man zumindest mal so eine Inspiration, wie man sowas barrierefrei machen kann. Also die haben da drauf geachtet dann. Super, dass jetzt Fragen kommen hier und es sind alles gute Fragen. Gibt es eine Liste mit Beispielen zu Websites, die vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betroffen sind? Nein, denn das muss man immer selber herausfinden, ob man betroffen ist. Wie gesagt, sind auch nicht nur Websites betroffen, sondern es gibt eben verschiedene Sektoren im Wirtschaftsbereich, die betroffen sind. E-Commerce ist ganz wichtig, aber zum Beispiel auch Fahrkarten Erwerb oder auch Fahrkartenautomaten selber, die dann oftmals eine Software drauf haben. E-Books. Ja, da muss man eben reinschauen, gegebenenfalls Juristen befragen. Immer dann, wenn irgendeine Kundenbeziehung B2C da ist, wo etwas gekauft wird, also erworben wird, ist das dann auch Vorschrift. Nächste Frage: Wie viele Fehler sind insgesamt noch zulässig? Das ist eine tolle Frage. Da kommen wir darauf, was heißt eigentlich Barrierefreiheit? Wir haben öfters auch gehört, man sollte nicht von barrierefrei reden, sondern barrierearm, weil so ganz perfekt kann man nicht sein. Aber wenn wir von Barrierefreiheit reden, dann im gesetzlichen Kontext oder im Kontext hat man eine Norm erfüllt oder nicht. Und dann muss man sagen, man fällt durch, wenn nur ein einziger Fehler auftritt. Und dann ist es nicht mehr barrierefrei. Also ein Fehler im Sinne von, man hat gegen eine Norm verstoßen oder eine Anforderung nicht eingehalten. Hätten wir dann sogar einen Experten. Ja, der Alexander kann da vielleicht noch mehr dazu sagen. Ich glaube, was ich dazu sagen darf, ist, es sind alles ja Menschen, die einen dann bewerten, zum Beispiel bei den Bundesüberwachungsstellen oder auch später bei den Marktüberwachungen für kommerzielle Anbieter.
Und die sehen natürlich schon, wenn man sich bemüht. Wenn man einen Fehler macht, ist das natürlich wesentlich besser, als wenn man lauter Fehler macht. Aber vor dem Gesetz ist man gleichermaßen durchgefallen bei jedem Fehler. Alexander, willst du was dazu sagen? Dann nehme ich schon das Mikro rüber. So. Genau, also grundsätzlich hast du da vollkommen recht. Wichtig ist, glaube ich, einfach immer, dass man darauf achtet, dass man auf den Seiten keine Blockaden hat. Das sagen wir auch immer, wenn man also jetzt gerade in diesem E-Commerce-Bereich anfängt, möchte man ja auch, dass der betroffene Menschen die Seite benutzen können, in dem Sinne, dass sie da auch wirklich einkaufen können. Das heißt, das erste Ziel sollte es immer sein, dass jede Nutzergruppe erstmal auch irgendwie durch diese Seite durchkommt. Und dann ist, genau wie du gesagt hast, Gottfried, da wird es sicherlich dann darum gehen, man kann sich ja dann beschweren als Nutzer irgendwann ja auch bei der Schlichtungsstelle des Bundes oder eben auch bei den Betreibern der Seite selber, wenn man also meint, es gibt Probleme auf der Seite. Und dann wird sicherlich auch dann bei der Beurteilung des Gesamtfalls dann auch sicherlich eine Rolle spielen, zumindest meines Verständnisses nach, wie bemüht sind die einzelnen Marktteilnehmer dann auch die Seite besser zu machen. Gibt es Fortschritte und gibt es auch ein Konzept dafür? Und wenn das da ist, dann gehe ich auch davon aus, dass das dann seitens der ganzen Parteien anerkannt wird und entsprechend man auch behandelt wird von den ganzen Regelungen und auch den möglicherweise drohenden Strafen, die da auch im Gesetz stehen. Danke. Ich habe Entschuldigung, ich hole das Mikro her wieder. Interessant in dem Zusammenhang ist ja auch die Weiterschreibung der WCAG, also der Web Content Accessibility Guidelines. Im Moment haben wir die Version 2.2. Da gibt es noch dieses sogenannte ja, Konformitätsprinzip, alles oder nichts, sage ich mal. Also man muss alles erfüllt haben. Bei WCAG 3.0, das schon im Entwurf ist, wird es so sein, dass man von 0 bis 100 Punkte bekommt und dass man eben dann auch eventuell mit wenig Fehlern trotzdem noch konform ist. Und das entspricht eigentlich mehr der Realität. Aber bis die Gesetzgebung dahin kommt, dass WCAG 3.0 gesetzlich praktisch forciert wird, ich denke, da gehen noch 5 bis 10 Jahre ins Land. Das ist meine Einschätzung. Nächste Frage: Wie groß sind Kleinstunternehmen, die ausgenommen sind? Das ist relativ einfach zu beantworten. Entweder man hat, nein, man muss beides erfüllt haben, nämlich man muss weniger als 10 Mitarbeitende haben und unter 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Dann, also wenn man beides erfüllt, weniger als 10 Angestellte und unter 2 Millionen Umsatz, dann ist man ausgenommen. Was haben wir noch an Fragen? Ah ja, hier nochmal, es ging mir speziell um B2B-Websites ohne E-Commerce-Charakter. Die sind tatsächlich nicht betroffen vom Gesetz. Aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn man die barrierefrei macht. Und die Kunden sind ja dann Unternehmen und die haben Mitarbeitende. Und die Mitarbeitende sind eventuell auch darauf angewiesen, dass es barrierefrei ist. Und sind ja auch gesetzlich sogar verpflichtet, für ihre Mitarbeitenden mit Einschränkungen entsprechende Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Sozialgesetzbuch, 9. Buch zum Beispiel. Und deswegen ist eigentlich immer gut, sich daran zu halten, barrierefreie Software zu erstellen. Oder muss ich stellen? Öffentliche Stellen, ja, Alexander sagt es gerade, ja, danke. Öffentliche Stellen sind natürlich verpflichtet durch BitV und das Behindertengleichstellungsgesetz, dass eben alles barrierefrei ist, auch die interne Software, die verwendet wird. Okay, jetzt kommt ein Kommentar. Ich finde es Wahnsinn, dass man so spät in Deutschland diese Regel, das Gesetz walten lässt. Bis Juni 2025 ist es ja nicht mehr lang. Können Anbieter, die den Fixtermin nicht einhalten, mit Strafen rechnen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist ja keine kleine Aufgabe. Gebe ich dir recht. Da müssen wir die Politik fragen. Was ich gesehen habe bisher, ist, dass man schon sehr viel Zeit verplempert hat, damit, dass man sich erstmal gestritten hat, wer eigentlich zuständig ist. Bund oder Länder oder Wirtschafts- oder Sozialministerium.
Und eigentlich ist es ja bekannt seit 2019, dass da was kommen wird, weil nämlich der European Accessibility Act schon im Jahr 2019 herauskam. Also es ist nicht überraschend, aber man hat ja tatsächlich im Moment schon viel Zeit verbraten und das ist schade. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, dass die Privatwirtschaft das insgesamt besser hinkriegen wird als die öffentlichen Stellen, die ja schon seit eigentlich 2019 auch in Teilen und seit 2021 komplett barrierefrei sein müssen und wir immer noch große Defizite hier sehen. Ja, und noch ein Kommentar, wenn man bis dahin mit Betroffenen testen will, dann das ist natürlich immer zu empfehlen, mit Betroffenen selber zu testen, aber die Verfügbarkeit dieser Person ist auch schon begrenzt, weil eben viele das jetzt testen lassen wollen. Aber es ist eine gute Idee, da kann man sich eben dann auch an Organisationen wenden, die mit Menschen mit Einschränkungen arbeiten und die angestellt haben, zum Beispiel hier die Pfennigparade. Und diese Personen werden natürlich bezahlt dafür, das ist ganz klar. So, das Barrierefreiheitsgesetz greift ja ab Juni 2025. Gestern wurde gesagt, dass die Aktualisierung der EN 301549 erst zu Anfang 2026 kommen wird. Ja, wie wird mit dem zeitlichen Gap umgegangen? Referenziert man in der Zwischenzeit auf die aktuelle EN 301549? Ja, tatsächlich. Also eigentlich zwei Antworten. Erstens, ja, wir nehmen einfach im Moment das, was es schon gibt. Und es ist nicht nur die EN 301549, sondern ein anderer Standard, den es in der Vorversion schon gibt, ist die EN 17161. Da geht es um Design für alle. Und das ist auch wichtig für das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und dann gibt es nochmals dazu die EN 17210. Und da geht es um Barrierefreiheit für Gebäude und ja, bauliche Dinge, aber auch sowas wie Helpdesk, Entschuldigung, wie Service Desks, also vor Ort baulich. Und dann gibt es nochmal drei weitere Standards, die aber noch nicht entwickelt sind. Gibt es noch nicht einmal eine Vorversion. Da ist zum Beispiel auch dann Helpdesk dabei oder Notrufnummer. Also, erste Antwort. Man kann die Versionen nehmen, die es schon gibt, wenn es die gibt. Die zweite Antwort, es gibt dann auch immer von diesen Standards schon Vorversionen, die in den Kreisen der Standardisierung zirkulieren und die man dann auch schon anschauen kann. Zum Beispiel soll es zumindest laut Zeitplan ab Herbst 2024 eine Vorversion für EN 301549 geben, nämlich die Version 4.1.1. Ansonsten ist es immer gut, sich generell über barrierefreies Design zu informieren, die Mitarbeitenden schulen zu lassen und dann kann man auch später, wenn die Standards wirklich herausgekommen sind, entsprechend die lesen und verstehen und umsetzen. Es wird ja nichts komplett Neues erfunden werden. Dann noch ein Kommentar hier. Daran arbeiten wir als Agentur für Barrierefreiheit. Ja, wir konzentrieren uns auf das Prüfen aus User-Perspektive. Das ist sicher gut, ist wichtig. Eine Empfehlung von meiner Seite wäre hier, dass man, bevor man die Betroffenen reinnimmt als Tester, schon mal trotzdem versucht, die Anforderungen, die technischen Anforderungen zu erfüllen. Weil es gibt einfach eine ganze Menge zu betrachten und wenn man das praktisch mit Try and Error macht, mit Betroffenen, dann ist es sehr mühsam und vielleicht auch ein bisschen Zeitverschwendung. Also zuerst mal wirklich versuchen, das anzuwenden, was es als technische Standards gibt und dann natürlich mit Betroffenen testen. Das ist immer gut und wichtig. Ah, die EN-Normen, ja, also genau, ich schreibe das mal schön rein, noch in den. Ah, okay, genau. Dankeschön. DIN
17161 ist dann die deutsche Übersetzung der EN 17161. Da geht es um Design für alle. Und die DIN 17210, da geht es eben um diese Barrierefreiheit für Gebäude und was dazu gehört, zum Beispiel auch Service Desks oder auch Haltestellen. Da gibt es ganz, ganz viele Kapitel. Ich kann auch die Links noch einstellen. Diese Standards muss man im Moment käuflich erwerben. Ich gehe aber davon aus, dass, weil sie eben für das Gesetz verpflichtend sind, dass es in Zukunft auch möglich sein wird, das irgendwo kostenlos herunterzuladen, wenn man sich registriert. Für die EN 301549 gibt es ja schon diese Möglichkeit. Man kann sich bei der Bundesüberwachungsstelle registrieren und klar machen, warum man eben diesen Standard anwenden muss, und dann kann man ihn kostenlos herunterladen.